Ja, die leuchten böse grün. Die sind nämlich mit Gift überzogen, die Jungs hier. Die Giftspucker. Der wahre Kampf beginnt. Ja, das stimmt allerdings. Wir kommen nämlich im Black Gulch. Und hier höre ich überall Herzschläge. So, wir haben den Gatter hinter uns gelassen. Gott sei Dank. Im Black Gulch tut alles schön grün leuchten. Habe ich jetzt eigentlich das Schild weggepackt? Nein. Schwarze Hexer. Von Solide Hexe, der Verführerin von Alva, dem Wanderer, getragener Schleier. Ja toll, wir tragen die Alva-Rüstung. Ja, Führer vom bietet für vorrangigen Schutz vor Magie. Als Zulli die Hexe herausfand, wer Gim Alva der heiligen Serita war, setzte sie alles daran, ihn zu verderben. Doch letztendlich verbrachte sie ihr Leben mit ihm und unterstützte ihn. Ohne Herzensrührung und ungeliebt fand die Hexe am Ende doch Erleuchtung in ihrer nichtigen Existenz. Okay. Mal ein Happy End in Dark Souls. Bietet hervorragenden Schutz gegen Magie und da besteht wahrscheinlich bei allen Gegenständen dasselbe. So, wir reisen jetzt erstmal nach Machula zurück. Und kaufen uns mit den Seelen, die wir haben. Gucken wir mal, ob wir ein Level Up hinkriegen. Ich weiß ja nicht, was kosten. Ah ja, zwei Level Ups müssten drin sein. Jo. Zwei Level Ups. Gehen beide wieder in Wille. So. Und dann können wir den Zauber ersetzen durch eine medizinische Heilung. Und können ins Black Gulch zurück in die schwarze Schlucht. Und die wahrscheinlich auch dann jetzt demnächst hinter uns bringen. So, ich schalte mal auf medizinische Heilung um. Und ja, auch wenn die schwarze Schlucht wieder dunkel ist, verzichte ich jetzt auf die Fackel. Einfach aus dem Grund, weil die schwarze Schlucht garstig ist. So, erstmal vorsichtig die Dinger hier zerstören. Na, er spawnt zum Glück nicht. So. Und ja, die schwarze Schlucht ist eigentlich sehr kurz und linear. Sie besteht insgesamt nur aus zwei Abschnitten. Und ein paar Secret-Abschnitten. Und aus diesen Teerlöchern. So. Erstmal hier die ganzen Giftspucker loswerden. Finstergeist Saruka, der Stahlschmied. Habe ich was verpasst? Oder ist das ein PC? Also ein Spieler. Es könnte ein Spieler sein. Der sich auch noch vergiften lässt. Ja, sehr schön. Lauf von dir. Winken wir eben mal. Ach, ich verwechsel immer die Tasten. Er heilt sich jedenfalls und benutzt Zauber und so weiter.
Ich frage mich nur, worauf er wartet. Ja. Darauf, dass ich mich selber vergifte. Nett, dass er mir gerade ein bisschen hilft und die Dinger zerdeppert. Und ja, so wie er aussieht, ist er ein Spieler. Verbeugen wir uns mal vor ihm. Helle ist er jedoch nicht gerade. Was zur Hölle ist das für einer? Der weiß schon, dass er nicht im Korb ist, oder? Also irgendwas läuft mit dem Jungen falsch. Und ja, hier sind riesige Würmer. Ich lasse mich gerade irgendwie ein bisschen ablenken. Von dem. Ich kapiere den Typen gerade echt nicht. Ja, hier sind überall wieder Teergruben. Ich wollte eigentlich den Invasor hier gar nicht haben. Okay, bevor ich irgendwas anderes mache, ich hole mir mal das... Ach ja. Hier brauche ich einen Duftzweig. Um nämlich an das zweite Leuchtfeuer zu kommen. Das hier versteckt ist. Pharos Wahrheitsverkünder. Und nü? Ups. Der will mich nicht angreifen. Ah, er kehrt in seine Welt zurück. Okay. Große Titanitscherbe ist okay. Erneuter Tod. Also ja, ich wurde hier invasiert. Und ich habe ihn aus Versehen einmal angegriffen, nachdem er mir geholfen hat. Das fand ich jetzt nicht so toll. Schottel und große Zauberwaffe ist okay. So, jetzt würde ich erstmal gerne ganz kurz zum ersten Leuchtfeuer zurück. Und dann doch mal die Fackel kurz anzünden. Es gibt hier nämlich eine Secret Passage, die man am besten mit der Fackel
findet. Ja, da wäre sie. Die ist verdammt schwer zu finden und verdammt schwer raufzukommen. Wow. Genau, sehr schön. Hier wartet nämlich Lucatil auf uns. Oh. You. My thoughts are very scattered. What is this curse? The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. If I were told that by killing you, I would be freed of this curse, then I would draw my sword without hesitation. I don't want to die. I want to exist. I would sacrifice anything, anything at all for this. It shames me, but it is the truth. Also ja, da war wieder mal ein Übersetzungsfehler. Sie hat nämlich in Wirklichkeit gesagt, sie will nicht sterben, sie will existieren. Also sie will ihren Verstand nicht verlieren. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self. But even so, I am compelled to preserve it. Am I wrong to feel so? Surely you do the same in my shoes. Maybe we're all cursed. Ja, sind wir. We're born. Das ist eine gute Philosophie. Sometimes I even am I wrong? Maybe we're... Ja. Mehr hat sie uns nicht zu sagen. Wir müssen sie allerdings hier finden, um sie für den Bosskampf nachher zu triggern. Der hier kommt. So, jetzt will ich erst einmal aber die ganzen Statuen loswerden. Viel Erfolg. Ja, danke. So, die sind leer. Dann gucke ich mal kurz, wenn ich hier lang gehe. Finde ich einen schimmernden Lebensstein. Oh, hier war ja auch noch was. Dunkeln. Ich brauche mal kurz eine Fackel. Ich habe ja Flammenschmetterlinge dabei, da muss ich nicht extra nochmal zurücklaufen. Ist das jetzt ein... Nee, das ist... Das ist nicht gut gewesen. Ja. Ja, ich brenne, ich weiß. Was auch immer in der Truhe drin war, es ist kaputt. Das ist jetzt schon die zweite Truhe, die ich aus Dummheit zerstört habe. Ich hätte wahrscheinlich mit einer Klerikerglocke zuschlagen sollen und nicht mit... Und nicht mit meiner Fackel. Oder einmal einfach vorsichtig pieksen. Das hier ist das Wurmloch, da kommen wir nicht rein. Hier unten wäre übrigens auch noch irgendwo ein Secret gewesen. Ja, da, im Vorsprung, aber zu dem wollen wir auch erst viel, viel später. So, und ja, ich zünde jetzt hier mal alles an, in der Hoffnung, dass es angezündet bleibt, wenn ich gleich raste. Und die Gegner da drin elendig verbrennen. So.
Weil ich will kurz rasten. Oh nein, es brennt nicht mehr. Gut. Das heißt, zurück zum Schild.